Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Gels PSPME 44 in Betrieb nehmen können. Die Maschine ist ausgeschaltet. Als erstes setzen wir den Ablassstopfen fest ein. Wir schließen den Deckel. Wir drehen den Knopf auf die erste Eigenposition und die Maschine fängt an, Wasser zu ziehen. Die Betriebsanzeige leuchtet und die Anzeige für die Wasserzufuhr leuchtet ebenfalls. Nachdem die Maschine Wasser gezogen hat, schaltet sich die Leuchte für die Wasserzufuhr aus. Wenn der Geschirrspüler genügend Wasser eingefüllt hat, erlischt die Wasserzulaufkontrollleuchte. Wenn die Lampe neben der Einschalttaste nach einer halben Stunde aufleuchtet, zeigt dies an, dass die Maschine das Wasser erhitzt hat und betriebsbereit ist. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn die Kontrollleuchte aufgeleuchtet hat. Die Maschine hat das Wasser aufgeheizt und ist waschbereit. Die Betriebslampe und die Heizlampen leuchten. Sie können nun wählen, welches Programm Sie verwenden möchten, Kurzprogramm, Intensivprogramm oder Extra-Intensivprogramm. Wenn der Waschvorgang beginnt, leuchtet die Kontrollleuchte Waschen. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Nun folgt eine 10-sekündige Abkühlphase. Nach 10 Sekunden beginnt der Spülvorgang. Die Kontrolllampen leuchten auf und der Spülvorgang beginnt. Es wird insgesamt 30 Sekunden lang gespült, 15 Sekunden mit heißem Wasser im Boilertank, 15 Sekunden mit kaltem Wasser und der Waschvorgang ist beendet. Wenn die Kontrolllampen aus sind, ist der Spülvorgang ist beendet. Wenn Sie die Frontabdeckung unten öffnen, sehen Sie die Brenner- und Kesseltasten für die Temperatureinstellung des Geräts. Wenn Sie diese Tasten nach rechts drehen, erhöht sich die Temperatur. Wenn Sie sie nach links drehen, sinkt sie. Eine Dosierpumpe für Klarspüler und eine Dosierpumpe für Waschmittel installiert.